So, das letzte Ending. Das Twins Ending. Ich gucke noch mal kurz. Geil. So. Hey, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich bin ein richtiger Emo, was das angeht. Deswegen, es geht mir gerade schon sehr nah. So, Bildschirm laden hier. Könntest du bitte weniger machen? Ihr habt den falschen. Es war in Mr. Ortons. Es war in Mr. Ortons Akten. Ich habe es in seinem Haus. Ich bin zu seinem Haus gegangen wegen etwas. Something. Sie klingt unbeeindruckt. Ich kann es ihr nicht verübeln. William Orton, may he rest in peace. Aber mein Pairing ist gestorben. To his place for a cup of coffee. Aber mein Pairing ist gestorben und ich mag das Pairing Lee Mei und Kangai. Und das war sehr emotional, vor allem weil man denkt, das ist auch für Lee Mei ein bisschen mehr als nur Familie. Nun, ich war da nicht für Kaffee. Sie lehnt sich zu mir und senkt ihre Stimme. And what were you there for? Das ist geheim. Ich versuche nicht zu verdächtig zu klingen, aber es fühlt sich mal schön an, nicht am anderen Ende zu sitzen, dass dieses Geheim als Antwort erhält. So bitte macht weiter, unbeeindruckt. Who are you? Nicht der, der den denkst. Das ist ebenso geheim, aber ich kann dir sagen, wer ich nicht bin. Ich tippe auf das Foto auf dem Tisch mit meiner Hand. Ich bin nicht er. I don't have time for this. So, was muss man hier jetzt antworten? Nein, ich war woanders, aber ich kann es nicht beweisen. Tut mir wirklich leid wegen der Verwirrung, aber wenn es etwas gibt, was ich tun kann. Es tut mir leid, aber er ist gestorben. Ich werde in mein Zimmer gehen. So. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Hallo, Lee Mei. Lee Mei ist süß. Und ich möchte, dass sie und Kangai ein Paar werden. So sehr. So cute. Hallo, Aki. So, diesmal reden wir ein bisschen noch mehr mit euch. So, jetzt müssen wir zu dem hier. Es war nur ein Blitz oder so. Tja. Das ist alles. Bin gespannt, wie das letzte Ende aussieht. Aber alle Enden. Dann können wir uns den tollen, den super tollen Epilog ansehen. Vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen mehr. Und weh, es ist ein Cliffhanger, weil das ist das letzte Spiel und ich hasse sowas. Wenn es das letzte Spiel ist und dann gibt's Cliffhanger, dann würde ich das Sake Visual am liebsten anschreiben und sagen, macht mehr von dem geilen Scheiß. So. Ja, das ist alles.
So, Bewegung, Bewegung, Bewegung. So, move. Es sah so aus, als sei er mit Absicht getötet worden. Murder? Nun ja, vielleicht. Ich meine, es könnte auch ein Unfall gewesen sein. Not likely. He was a careful man and had no reason to be in the bell tower in the first place. This all seems very deliberate. I'm inclined to agree with your assessment. Ja, aber wenn wir dann die Story fortführen, kriegen wir sicher mehr Mai. Und dann kriegen wir auch offiziell raus, dass sie ein Roboter ist. Ich glaube, das war so in ihrem Ende angedeutet. Sie seufzt und verschränkt ihre Arme vor der Brust. This is bad. Wieso? Sie hebt ihre Augenbrauen und ja. Also, glaubst du wirklich nicht, dass es ein Unfall ist? Honestly, I don't know what to think. It's entirely possible that this was an accident. Maybe a heart attack? His heart is still experimental after all. Er hatte ein falsches Herz? Partially. It was built from a reproduction of his own tissue, but some parts were manufactured. Hat Orton Engineering nicht an so etwas gearbeitet? They're the ones funding most of our research. William Orton donated a lot of money to this school. I think he cared a lot for his alma mater. The heart was still in testing stages, but Dr. Johansson's heart was in such a bad state, he decided to take the risk. As strange as the circumstances of his death are, I'm hard-pressed to think of anyone who would want to kill him. Du und Chance, ihr kommt also nicht gut miteinander aus. Danke, wir reden später. Das Ding hier ausschalten. Jo, fertig. Ach, ihr beide und Limay. Ich schippe Limay trotzdem tapfer mit Kangai. Einfach, weil ich kann. So. Gehen wir mal hier hin. Hast du noch was zu sagen? Okay, ja, hier hat man doch noch was. Ja, danke. Und jetzt noch dahin. Das ist alles. Aber es fühlt sich so ein bisschen an, als sei Chance die größere Nummer teilweise gewesen bei dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Organisation, was auch immer das ist, wo sie da ist. Fühlt sich schon so ein bisschen an. Later. So, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ach, Fernseher. Drum bin ich schon wieder. Dumme Kuh. Dumme Kuh vom Fernsehen. Oh, Katze, deine Krallen tun echt weh, wenn du einmal zuschlägst. Jeder ist es. That's fair. Random killings are more unlikely after all. Ja. Well, I got here around 9. Detective, Detective, sie haben gefühlt alle ein Alibi. Jo. Also schon erstaunlich, wie menschlich Limay wirkt. Also von wegen, dass sie auch diese Fähigkeiten hat, obwohl sie wahrscheinlich, wenn man das richtig gesehen hat, eine Maschine ist. Oder aber es war nur der Arm, der mechanisch ist. Ja, jetzt die nächste Frage. Ist der Arm
wirklich mechanisch oder ist das nicht? So. Jetzt aber. So, mit Aki reden. Hallo, Frau Chefin. Hier bitte, können wir das irgendwie. Ja. So, jetzt machen wir wieder den Scheiß durch. So. Den Scheiß durch. Was hier? Jupiter lehnt sich über ihren Laptop und klickt durch ein paar Dateien. He has some old notes on it, if you're interested. They're from his private collection, but it should be fine. Bevor einer von uns antworten kann, öffnet sich die Tür und Detective Gursky kommt rein. Er scheint ziemlich sauer zu sein. What? I'm sorry, officer. I didn't mean to do anything wrong. What are you doing here? Wondering the same of you. I thought I told you to talk to David. We were going to. We just wanted to help Khan out. Wir könnten eine Spur gefunden haben. Dr. Johansson hatte ein weiteres Projekt, an dem er gearbeitet hat. Just because the guy's dead doesn't mean you can poke around in his stuff. There's no harm in it. He always wanted his work made public when he passed away. He hoped that someone else would be able to pick it up where he left off. So it's fine! You're not even supposed to be here! Kursky wendet sich um und schiebt uns gewaltvoll in den Flur. I'm taking you off this case. Oh, bitch! Warum? Because you're not listening to me. I cut you guys a lot of slack, but you can't just do whatever you feel like. You're clearly not taking your work seriously, and I'm sending you back home right now. Kursky deutet Jupiter an, zu gehen. Everyone out. That includes you. But I have work to do. And I'm declaring this a crime scene. He didn't die here. But some of his work is here, and you've already said it might be evidence. It was a mistake for me to let it get this far. Detective Gursky wendet sich Jupiter zu. I'm afraid I'm going to have to ask you to lock down the building. I can do that, but do you really think this is necessary? I'm not taking any risks. Jupiter führt uns raus zur Vordertür, und betätigt einen kleinen Schalter nahe des Ausgangs. Thank you, Miss Celadon. I'm sorry to take you from your work like this, but I promise it won't be long. As for the rest of you, go home. Ach, halt die Klappe, Gursky. No arguments. Get Lee May and go straight back to the apartment. Aki starrt ihn an. I'll tell Schultz about this. I don't care. Just go home. Fine. Good luck solving this on your own. Aki geht davon und Naoki folgt ihr. Mit einem letzten verwirrten Blick über meine Schulter folge ich den beiden. Ich kann spüren, dass sich Detective Gurskys wütende Blicke in meinen Rücken bohren, während wir gehen. Als wir uns der Hauptstraße nähern, hält Aki plötzlich an. I want to go back. Machst du Witze? Gursky wird dort auf uns, wird genau dort warten. Then we sneak in through the side. Ist die Tür ja nicht verschlossen? Then we find a way around it. Oh ja, und wie? Like her. Aki zeigt über meine Schulter hinweg. Ich drehe mich um und sehe Lee May. That was quick. We need to get inside. Think you can handle it? Lee May betrachtet das Gebäude und nickt einmal. Aki grinst. I knew we could count on you. Oh yeah. Wir folgen Lee May zu der Seite des Biologiegebäudes. Warum sind wir hier? Lee May zeigt auf die Feuertreppe. Was? Ehrlich? It's a good choice.
The fire escape isn't locked by the security system because it needs to be open no matter what the circumstances are. Die May zieht die Leiter von dem Gebäude herunter. Es scheint, als wäre die Leiter an diesem Ort verrostet. Ach ja, ich sag ja Roboter, also ich war jetzt zu weit, aber sie zieht die scheiß Leiter runter. Sie stöhnt einen Moment, bevor sie mit einem unglücklichen Quietschen runterkommt. Boah. Die May klettert die Leiter behende hoch und hält vor der Tür inne. Aber sie ist doch immer noch verschlossen, oder nicht? Sure, there's a manual one, but it shouldn't be a problem. Wirklich? Li Mei verschränkt ihre Finger in dem Platz zwischen der Tür und dem Rahmen und die Tür lässt ein Quietschen vernehmen. Die Tür öffnet sich plötzlich mit einem Klang, der ziemlich harsch und metallen klingt. Gibt es etwas, das sie mir nicht sagt? Probably. Aki nickt zu Li Mei. See you at the back door. Li Mei nickt und schleicht sich leise in das Gebäude. Was ist gerade passiert? She opened the door, obviously. Let's go. Ich folge Aki und Naoki zur Hintertür des Labors. Aki sieht sich schnell um, bevor sie ihre gewöhnliche Haltung annimmt. Sie wendet sich mir zu und runzelt die Stirn. Don't look so suspicious. Wir brechen irgendwie ein, und das nachdem Gursky uns gesagt hat, das sollen wir nicht. He's our handler, not our boss. Besides, aren't you even a little bit curious about what all the secrecy has been about? Nun... You have to admit, it is rather suspicious. He's stopping us from doing our job. Ich möchte nicht zugeben, dass er recht hat, aber Gurskys Verhalten während des Falls hat mich auch irgendwie ein bisschen aufgeregt. Die Tür öffnet sich und Li Mei sieht zu uns heraus. Good work. Aki greift den Türgriff und öffnet sie ganz einfach. Alright, let's move fast. It won't take long for Miko to notice we're here. Wir vier gehen schnell in das Labor und Aki greift sich den Laptop, der auf dem Tresen steht. Bingo, she's still logged in. Ist das nicht ein Sicherheitsrisiko? There are so many locks on the outside, sometimes people get complacent about locking up what's inside. Sie grinst. Especially if I distract them on the way out. Du hast die ganze Zeit geplant, in diese Dateien reinzugucken. I didn't know if I'd get the chance, but I figured it couldn't hurt to prepare for the option. Manchmal machst du mir Angst. I know. Aki scrollt durch die Dateien, schnell durch die Dateien und sucht nach etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregen könnte. Hm, see anything? Warte, dort. What? Ich zeige auf einen der Dateien. Dieser hier wird Dragonblood Drachenblut genannt. Es ist das einzige alte Projekt, das unter Johansens Namen gelistet wird. Aki klickt doppelt auf diese Datei und eine Liste von Daten erscheint auf dem Bildschirm. Wir vier versammeln uns um den Computer, als Aki die erste Datei öffnet. A project designed to unlock latent potential? Und das ist, wovon Dr. Johansen spricht. Looks like it was more than a hypothesis. He didn't tell Jupiter the whole story. He's got dated records of the Dragon Emperor of China granting psychic abilities to others as a reward. It involved some sort of blood transfer, but the powers were unreliable. No two people would develop the same ability. If they still had his blood today, imagine what they could do with it. I think that's exactly what they were aiming for. Naokis Augen gehen vor und zurück über den Bildschirm. Sie haben versucht, das Drachenblut zu replizieren? I've seen these before. Where?
The card that Kongai took from Mr. Otten's house had the same formulas, although Mr. Otten had more on his. But that proves this was Otten's project! We found it! It was more than talk. They actually tried to do it. Haben sie es geschafft, das Drachenblut zu rekreieren? Doesn't look like it, but... Naoki hält den Atem an und fällt auf seine Knie. Was ist los? We were looking into alternative solutions. Namely, altering people to produce children with dragon's blood. Synthetic didn't work, so they looked for a way to make it naturally. The first study was a failure. Of the 20 men they worked with, none had children who exhibited any traits of dragon's blood. Most of them passed away years later, all from causes eventually linked to the study. But in those years, they tried again. With women. Naoki schluckt und schüttelt seinen Kopf. Die Frauen, an denen sie experimentierten, haben ihre Fähigkeit verloren, Kinder vollständig auszutragen. How did you know? Marissa hat das untersucht, als ich sie getroffen habe. Sie sagte, eine der Frauen... What are you doing in here? Detective Kursky steht in der Tür und ich kann nicht sagen, ob er Angst hat oder verängstigt, wütend ist oder verängstigt ist. Angst hat oder verängstigt ist, Er läuft durch das Zimmer und greift nach Akis Schulter. I told you that you're off the case. Aki entfernt sich von ihm. But we found Johansson's old research. This could be the key we need to find the killer. It's not important anymore. Naoki, close the computer and leave now. Detective Gerskys Stimme ist angefüllt mit Wut. Er ist definitiv nicht in der Stimmung, um zu debattieren, aber Naoki sitzt an. Er starrt vor dem PC. Chie. Naokis Stimme ist nur ein schwaches Flüstern. Er atmet langsam ein und seine Schultern erzittern. Chie, Mizutani. Aki dreht sich um und sieht ihren Bruder an. Mom? Naoki beugt seinen Kopf und vergräbt sein Gesicht in seinen Händen. Aki eilt zu dem Computer und ihr Blick fährt über den Bildschirm. One success. Subject Chie Mizutani died during childbirth, but left two children. Both exhibit potential for dragon's blood. Akis Gesichtsausdruck erhärtet sich und ihre Augen werden dunkel. Success? Ihre Stimme erzittert und ich sehe, wie sie immer wieder eine Faust bildet. Aki. Akis Augen treffen seine. Und in einem plötzlichen Licht der Erkenntnis. You knew! I'm sorry, I just. You knew! Nicholas schaut von ihr weg und nickt einmal. I knew. How? I stumbled on the report in a place I wasn't supposed to be. Es scheint ihn nicht zu stören, dass er ein bitteres Lächeln unterdrückt. You and I are both much too eager to learn things we're not supposed to know. Aki antwortet nicht. After that, I was assigned to Edgewater, to your case. I'm the only one who knows what you two are. And what exactly are we? Children unfairly robbed of a parent. Adults thrust into a world without a lifeline. Human beings. Aki macht sich keine Mühe, Bitternis in ihrer Stimme zu verbergen. Why didn't you tell us? I wasn't allowed to. They would have taken me away if I did. I didn't... Gersky hält inne und fährt mit seinen Fingern durch sein Haar, als ob er nach den richtigen Worten suchen würde. I didn't like the thought of someone else watching you. We still deserve to know! We could have kept it a secret! Why didn't you trust us? Because... I don't know. You had no right! I had no choice! No. Naoki erhebt sich und wendet sich Detective Gersky zu. Sein Blick ist verhärtet. You had a choice and you chose not to. Did you think you were protecting us? Did you think we'd feel better spending life thinking our mother died because of us? But she didn't.
He heard us! Naoki entlässt einen Schrei und sein Gesicht verzieht sich in einer Mischung aus Verzweiflung und Schuld. He hurt us and we thought we deserved it. Sein Körper erzittert und er atmet tief ein, um seine Stimme sicher festzuhalten. Seine Stimme sicher festzuhalten? Um seine klare Stimme zu erhalten. I did nothing, because I thought I deserved it. Aki atmet langsam aus und schaut Gursky in die Augen. Leave! I can't let you stay here. Gursky macht einen Schritt auf Aki zu, aber Limay schreitet ein. No. Please, I can explain. Irgendwie bitter für Gursky. Sehr bitter für Gursky. Vor allem, weil ich ihm das wirklich glaube, dass er dachte, dass er sie so beschützt. Nein, jetzt ist nicht der passende Moment. Ich stelle mich neben Limay und schaue Gursky in die Augen. Du machst es nur schlimmer, wenn du bleibst. Mit einem frustrierten Seufzen wendet sich Detective Gursky um und geht zur Tür. Er hält in der Tür inne und flüstert unter vorgehaltenem Atem. Wasn't supposed to happen this way. Sobald er die Tür schließt, entspannt sich Akis Hand. Eine Reihe von roten Zeichen erscheinen in ihrer Innenfläche, die perfekt zu ihren geschwungenen Nägeln passen. Limay und ich stehen dort, unbeweglich. Keiner von uns ist sicher, was man sagen sollte. Ich öffne meinen Mund, aber es kommen keine Worte heraus. Sollte ich überhaupt etwas sagen? Als ob wir dieselben Gedanken haben, sinken Naoki und Aki auf dem Boden in einer einzigen Bewegung. Aki legt ihre Arme beruhigend um Naokis Schultern mit einer eingeübten Leichtigkeit. Er spiegelt ihre Haltung wider und die beiden weinen sich einander an ihren Schultern aus. In diesem harschen, künstlichen Licht sehen die beiden viel realistischer und ehrlicher aus, als ich sie jemals gesehen habe. Das Mädchen, gezwungen zu schnell zu erwachsen, verzweifelt bei dem Versuch, ihren unschuldigen Bruder zu beschützen vor den Dämonen. Der Bruder und die Schwester verloren in einem Ozean, in dem sie nur aneinander sich klammern konnten. Etwas, das ich verstehe. Ich knie mich neben ihn und platziere meine Hand auf die Schulter eines jeden von ihnen. Limay tut es mir gleich und berührt sanft ihren Rücken. Ihr seid nicht mehr allein. Entweder ist es gerade zu spät oder ich bin wirklich gerade zu emotional. Keiner von ihnen antwortet, aber sie müssen es auch nicht. Wir verstehen alles. Wir vier verweilen dort auf diesem kalten Boden. Still, aber zusammen. Zerbrochen. Aber nicht allein. Ich sag's mal so, das Killer Lost Ende und das True Ende sind jetzt nicht ganz so emotional, aber Limays Ende und das Ende der Geschwister geht mir schon sehr nah. Und ich find's gut, dass Sake Visual echt über jedes Ende ein bisschen mehr über die Geschichte offenbart. Aber am Ende halt nur das True Ende zählt. Und wir haben jetzt einen Epilog. Endlich. Ein Epilog. Speak. I got all Johansson's research. Happy? Why, Detective Gursky, I'm afraid I don't understand your animosity. You set me up. You sent those kids in because you knew I'd follow. You knew I wouldn't let them see it. I gave them an assignment. I can hardly be blamed for your actions or your pitifully soft heart. Your games can't last forever. They received an invitation to Yamazaki. So, the dragon finally makes his move. Sooner than I had expected. What are you going to do about it? Let it play out, of course.
I think it's time for the tiger and the dragon to meet. Na! Und es ist der letzte Teil der Reihe. Das ist das Ärgerlichste an der Sache. Es ist der letzte fucking Teil der Reihe. So, ich komme mal kurz hier ins Ding ins Programm. Jo.